Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Wir machen weiter in der Reihe von Fletching zu Botkin. Diesmal habe ich es richtig rumgesagt. Und heute dabei ist der General Hahn. Wir befinden uns jetzt auch im nächsten Segment quasi. Jetzt machen wir weiter mit 1100 bis 1200 Elo. Und da habe ich mir auch schlau aufgeschrieben, was ich da auf jeden Fall dazu nehmen möchte. Zum einen werden wir jetzt komplett ohne Loom, also das heißt komplett, aber wir werden ohne den Webstuhl jetzt die Wildschweine anlocken. Das konnten natürlich auch die Spieler schon auf vorigen Stufen, aber ich wollte das aus lehrreichen Gründen quasi zeigen, dass es nicht schlimm ist, wenn man das macht, dass man da immer noch absolut mithalten kann. Aber jetzt befinden wir uns so langsam auf dem Level, wo man erwarten kann, dass man das auch ohne schafft. Deshalb werden wir das ab jetzt nicht mehr machen, dass wir da vorher den Webstuhl erforschen direkt. Und dann möchte ich ein bisschen mehr auf das defensive Spiel eingehen, denn das ist auch ein Punkt, der im vorigen Elo-Bereich mal gekommen ist. Wie verteilt man sich gegen einen Drush oder Milizen oder gegen Man-at-Arms, gegen Schwertkämpfer? Und da habe ich einfach einen Rückzieher gemacht. Das kann man natürlich auch machen. Aber es gibt natürlich bessere Varianten, dagegen anzukommen. Und diesmal werden wir mit den sogenannten Pre-Walls, also Vormauer, arbeiten. Und das bedeutet im Prinzip, dass man seine Ressourcenablieferpunkte so ein bisschen umzäunt. Einfach nur, also nicht wirklich seine komplette Basispanik abwalt, sondern wirklich nur die Ressourcen. Und so quasi Scouts oder andere Nahkampfeinheiten generell so ein bisschen aussperrt. Und wir wollen auch, falls unsere Mauern angegriffen werden, nachmauern quasi. Also dass wir so ein bisschen, dass wir das nicht mehr einfach so geschehen lassen, sondern dass wir da auch aktiv uns drum kümmern, wenn es da brennen sollte quasi. Das sind so die Hauptpunkte, die ich angehen möchte. Ansonsten möchte ich auch die Geschwindigkeit nochmal ein bisschen erhöhen allgemein und ein bisschen öfter zwischen Armee und Basis quasi hin und her springen. Das sind so die Punkte, die für diese Elo jetzt relevant werden sollten. Jetzt brauchen wir nur noch ein Volk und dafür habe ich meinen Random Generator hier, nur wird er mir gerade nicht angezeigt. Da haben wir ihn doch. Wahrscheinlich nehme ich diese Episode auf, bevor ich die letzte Episode des vorigen Segments aufgenommen habe. Aber naja. Franken bekommen wir. Alles klar. Das sollte auf die Völker nicht so großen Auswirkungen haben, nur dass sich da niemand wundert. Es kann sein, dass weil die Leute halt unterschiedlich terminlich Zeit haben. Muss ich das ein bisschen andersrum machen, aber das sollte auf euch eigentlich relativ wenig Auswirkungen haben. Alles klar, dann schaue ich nochmal, ob meine Aufnahme läuft, tut sie. So, er hat quasi angekündigt, dass er Hunden spielen will, aber mir ist relativ egal eigentlich, er soll machen, was er möchte. Und da haben wir Franken gegen Hunden, ein klassisches Matchup. Werden wahrscheinlich beide auch dasselbe als Eröffnung spielen. Das ist auch ganz interessant eigentlich. Und sind ein bisschen schneller damit. Franken aber langfristig ein bisschen stärker mit dieser Strategie. Mit den Scouts. Und Hunden haben aber auch natürlich die Option, mittelfristig auf Brennende Bogenschützen zu gehen. Die sind bei denen nämlich deutlich günstiger. Und gegen Brennende Bogenschützen kann der Franke nur mittelfristig halt was machen, langfristig eher nicht so. Weil, ja, man mit der schweren Kavallerie einfach die ganze Zeit nur hinterher rennt im Prinzip. Und die Plänkler von den Franken sind mit die schlechtesten im Spiel. Deshalb kann man sich damit nicht so ganz so gut verteidigen, aber es klappt natürlich trotzdem. Und die Franken haben dafür im Midgame ihre Stärken gegenüber den Hunden. So, unser Build Order läuft natürlich nach wie vor gleich, was hier unsere Scouts angeht. Nach wie vor übrigens kein Sheep Scouting, kein Schaf wird zum Scouting eingesetzt hier. Das machen wir auch erst bei einer höheren Elo. Ich weiß, dass Spieler das auf diesem Level schon längst machen, teilweise, aber ich halte es nach wie vor nicht für notwendig. Da haben wir unseren Elefanten. Das ist für uns beide übrigens gut, wenn wir beide Scouts spielen sollten. Also ich weiß natürlich nicht, ob er es tun wird, aber ich gehe mal stark davon aus. Weil die Elefanten und Rhinoceröse ein bisschen mehr Nahrung haben. Und das ist natürlich für einen Scouts hervorragend. So, wie gesagt, kein Webstuhl hier ist. Der gute Mann läuft einfach nackig durch die Gegend.
Hier ist auch unsere zweite große Nahrungsquelle. Fehlen uns nur noch zwei Ziegen oder Schafe. Da haben wir es auch schon. Und unsere Ressourcen sind alle erscoutet. Das war schon mal wunderbar. Natürlich spannend, dass wir dann direkt hier das gefährlichere Tier haben mit dem Elefanten. Also wir haben auch gesehen, hier das war sehr knapp bei mir. Und genau wegen solcher Situationen empfehle ich halt eher im Zweifel mit Webstuhl zu spielen. So, wir gucken jetzt mal, wo er ist. Unsere Karte ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben ja das Gold hinten und können hier gut mauern. Müssen die Front einigermaßen klären. Hier kann man zumauern. Das machen wir ja teilweise jetzt hier schon mit unserem Haus. Oder mit unseren Häusern. Der kann auch danach direkt das Rhino abholen. Läuft doch alles ganz gut bislang. Muss ja nur aufpassen, dass der schwache Dorfbewohner hier nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Und den Elefanten wollen wir noch ein bisschen aufbrauchen. Das ist klar. So, Scout darf nicht stehen bleiben am besten. Oh, da ist mein Wecker, dass ich, ich zum Spiel verabredet war. So, das, ich wollte da heute Morgen sicher gehen, dass ich nicht vergesse, dass ich mit dem General Hahn das abgesprochen hatte. Den hätte ich ausmachen können. Ich mache 21 Populationen, also mit den Franken und auch mit den Hunden kann man natürlich gerne mal ein bisschen schneller spielen auch, aber wir wollen es mal nicht übertreiben. So, hier ist er. Das ist ein Vierergold. Das ist immer bei einem Spieler in der Nähe. Das sind seine zwei Sekundärgolds auf einem Spot. Er holt sich jetzt gerade. Okay, holt sich Rehe. Das ist ein bisschen riskant und jetzt werden wir auch, ja, das ist aber vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir das jetzt mal hier haben. Dann lernen wir das vielleicht auch mal dazu, denn die Frage kommt ja vielleicht auch von dem einen oder anderen Anfänger, warum ich eigentlich so selten mit den Rehen arbeite oder mit den äquivalenten Tieren. Können wir vielleicht hier ganz gut demonstrieren, weil es kann halt wirklich riskant sein. Und gerade wie er das macht, also er hat sich eine Mühle gebaut, das heißt die Dorfbewohner sind auf jeden Fall auch ein bisschen weiter draußen. Auf jeden Fall ein bisschen risikobehaftet das Ganze. So, hier hängt jemand fest. Das wollen wir nicht. Und natürlich auch noch ansonsten wissen, was hier so los ist. Er hat schon ganz gut Punkte. Es kann natürlich auch sein, dass er einen Drush spielen möchte. Also mit Milizen angreift. Ja, das kann sogar sein. Gucken wir doch einfach mal, ob da schon welche unterwegs sind. Da sind sie ja. Okay. Dann machen wir den hier. Ja, nicht so, bitte. So, so. So, das hätte ich also machen müssen. Also früher machen müssen mit den Walls. Das wollte ich ja eigentlich so demonstrieren. Aber da ich sein Scout, seinen Rush recht spät gesehen habe, hat das nicht mehr funktioniert. Oh, hier soll weiterarbeiten, bitte. Na, hier habe ich zu eng gemauert, aber ist alles nicht so schlimm. Wie das Upgrade hier umsonst.
War jetzt eigentlich nicht so, wie ich das demonstrieren wollte. Jetzt musste ich doch quick wallen. Oh, den hier habe ich auch noch. Ist noch nicht mal gut gemacht. Schau mal einen an. So. Oh, hier ist noch einer. Ja, da wird er sterben. Hat er sehr viel Erfolg. Schauen wir uns erstmal den Scout von ihm, würde ich sagen. Wie auch im vorigen Part, wo das mal passiert ist in der Richtung. Obwohl, wir können ihn eigentlich besser bestrafen. Das machen wir mal so. Machen wir mal so rum. Wollte ja eigentlich auch zeigen, wie warum das riskant ist, was er da macht. So, ich habe zwei oder drei davon vorne. Ich bin nicht ganz sicher. Aber hier könnte er schon fertig sein tatsächlich. Die Viecher sind, glaube ich, oder nicht. So, hier, die können wieder dahin. Dann kann ich hier nochmal zwei hin, dann habe ich es, glaube ich, wieder auf normal. So, Haus nicht vergessen. Ich möchte hier Drush Fast Castle spielen anscheinend. Jetzt habe ich hier wieder zu viel hingeschickt. Ja, ich habe mich doch mehr aus dem Konzept bringen lassen, als es der Plan war. Warum arbeiten wir eigentlich hier nicht? Hallo? So, er hat es ja auch verkackt. Das ist interessant, dass wir das beide so schlecht gemacht haben hier. Naja. Dann erkläre ich jetzt seinen Rush meinen Rush mehr oder weniger für beendet. Wir sammeln mal das Ganze, damit das hier ein bisschen beruhigt wird. Also er hat das sehr gut gemacht und ich habe eigentlich, ja, nicht so ein bisschen. Hallo? Okay, das war dann doch hier schlimmer als gedacht alles. Was ich eigentlich zeigen wollte, das ist irgendwie nicht so richtig zum Einsatz gekommen. Dafür habe ich es auch einfach zu spät gesehen. Ja, wir machen auch so ein bisschen das, was ich das letzte Mal schon gemacht habe. Dass ich mich quasi immer nur ein bisschen zurückziehe. So, das wird jetzt hier aber aufgeräumt. Also, ja, ich habe es mit den Quick Walls gemacht. Das war, wollte ich nicht machen. Und dann habe ich es auch noch schlecht gemacht. Also muss man beides dazu sagen. Was ich eigentlich machen wollte, ist, dass wenn man das frühzeitig sieht, das habe ich halt nicht, dass man da diese Walls schon vorher baut halt. Ne? Das war der Plan. Was ich hier in dem Elo-Bereich quasi schon mal zeigen wollte. Aber, was auch wieder ganz gut ist, dass er viel Schaden gemacht hat. Ne? Weil das kann mir gut vorstellen, dass das des Öfteren auch mal passiert. In dem Elo-Bereich. Und da sehen wir auch wieder, dass man gar kein... Ach, der hat aber richtig gewollt hier. Ja, dass man... Auch wenn man Dorfbewohner verliert, hat man natürlich noch nicht verloren. Wollten ja auch wallen, fällt mir gerade ein. So, das machen wir mal zu. Und er hat es, wie gesagt, auch wirklich gut gemacht, von daher. Wollen wir ihm das doch auf jeden Fall nicht... hier wegreden oder schmartig machen. So, er ist hier auf jeden Fall abgemauert. Alles klar. Hat er hier sein Gold wahrscheinlich? Nur einer auf Gold. Baut jetzt seine Schmiede. Also Fastcastle wird es wahrscheinlich nicht mehr von ihm. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass wir mehr Schaden bei ihm angerichtet haben, als er bei uns. Das spreche ich schon im königlichen Wir, aber ich meine mehr so im Sinne von mein Königreich, sag ich mal. Vielleicht komme ich auch noch rein. Weiß nicht, ob hier eventuell ein Durchgang ist, deshalb mache ich das auch mal zu hier. Oh, er macht jede Menge Sperrträger.
So, ich konzentriere mich kurz darauf, mal hier alles fertig zu machen. So, wir sind auf dem Weg in die Zeit. Alles klar. Wir bleiben erstmal noch bei den Rittern, würde ich sagen. Und machen den Spaß ja auch noch zu. So. Bin gerade weggelaufen, einfach damit ich nicht irgendwie missbaue, während ich mich zu Hause kurz konzentriere. Ist hier eigentlich offen? Nee. Also er achtet immer schön drauf, dass er mit Rittern hinterher ist. So, ich kann das nochmal vielleicht, jetzt wo ich ein bisschen Ruhe habe, ich stelle ihn mal weg, mal demonstrieren. Also eigentlich, was ich eigentlich vorhatte und was er mir auch ein bisschen einfach durch seine Performance malig gemacht hat eben, ist, dass ich, wenn ich merke, da kommt ein Rush, dass ich dann schon, also dass es kein Quick Wall ist, sondern dass ich hier einmal den hier mache. Einmal den hier. Und dann quasi mich nie wieder darum kümmern muss, ne? Aber es ist halt nicht so gelaufen. Und so ist es dann halt. Wir bleiben gerade auf einem Stall anscheinend, habe ich nicht so aktiv beschlossen, ehrlich gesagt, aber können wir auch mal machen. Ich glaube, wir haben bis jetzt immer direkt zwei gemacht, deshalb vielleicht machen wir auch da mal ein bisschen Abwechslung. Ist auch mal ganz nett. Hier wäre ein Dorfzentrum gut und hier. Dann haben wir nämlich Holz und Gold nochmal beschützt. Upgrade und ein Upgrade. So, gut, das habe ich jetzt hier natürlich relativ unnötigerweise noch dazu gemacht, aber ich wollte es eigentlich nochmal demonstrieren, weil es einfach nicht geklappt hat, wie ich mir das gedacht hatte. So, da kann ich bestimmt auch nochmal außen rumlaufen, oder? Ich finde die Mauern von ihm auf jeden Fall kreativ. Das muss man ihm lassen. So, jetzt wollen wir auch wissen, was er eigentlich danach so vorhat. Auch auf Ritter anscheinend, oder? Okay, das kann ich nicht so 100% einordnen, was das hier werden soll, aber wir werden es sehen. So, wir laufen mal rein. Können auch gegen die Speerträger kämpfen, wir haben ja Ritter. Und Upgrades drauf natürlich auch. Ganz wichtig. So, unser Dorf sind unsere alle fertig. Sagen seine Upgrades, er hat keiner drauf. Das sind unsere Ritter also natürlich besser. So, das ist jetzt ein bisschen stressig, deshalb gucke ich auch nur da drauf, ne? Stell dich auf defensiv, jetzt gucke ich wieder nach Hause, denn wir haben einiges hier zu erledigen. Brauche noch einen Hausbauer. So, jetzt können wir uns wieder hier drum kümmern. So, hier an der Ecke kriege ich nicht so viel gebacken. Gucken wir mal, ob ich woanders machen kann. Währenddessen soll natürlich die Dorfbohnenproduktion nicht stillstehen. Aber ich glaube, das Spiel könnte schon entschieden sein. Ich glaube, er hat ziemlich viel verloren hier. Von daher gehe ich mal raus jetzt und lass das mit der Aggression sein. Ich habe hier jetzt nur ein Dorfzentrum zusätzlich, einen Stall nur gespielt und deshalb spielen wir hier allgemein die etwas wirtschaftlich orientierte Variante und ich glaube, es wäre lehrreicher, wenn ich das jetzt auch ein bisschen mehr in die Richtung durchziehe und das Spiel noch nicht beende. Obwohl ich glaube, dass ich schon gewonnen habe. Weil er schon einiges jetzt kassiert hat und er hat, soweit wir gesehen haben, das hatte ich gesehen habe, dieses Majestätsvier, keine weiteren Dorfzentren gebaut. Also ich habe wahrscheinlich deutlich mehr Arbeiter als er mittlerweile. Was können wir noch denn jetzt machen und zeigen, was interessant wäre hier? Habe ich das Upgrade gemacht hier? Habe ich, wunderbar. Wir könnten auf Stein gehen, denn wenn er hier mit
Speerträgern aktiv ist, wäre es doch vielleicht ganz interessant, dafür mal einen Konter zu machen. Unsere Spezialeinheit nämlich, den Axtwerfer. Ja, und währenddessen habe ich die ganze Zeit nur Dorfbrunner natürlich produziert. Ich mache immer wieder meine Ritter, damit ich auch weiterhin mein eigenes Militär habe natürlich. Und ja, jetzt fehlt es gerade so ein bisschen an Holz. Können wir mal hier den Wegpunkt aktualisieren. Ich hoffe, der Part ging nicht zu schnell. Viel auf einmal gemacht, aber wie gesagt, es sollte auch ein bisschen schneller gehen. Und er hat es quasi auch erfordert mit seiner Eröffnung, ne? Mit seinem Drush. Da hat er ganz gut drauf aufgepasst, sonst 3, 4, naja, ich meine 2, ich weiß es nicht mehr 100%, wie viel er getötet hat. Aber es hat sich für ihn auf jeden Fall sehr gelohnt. Das können wir noch besprechen. Ja, Reliquien könnten wir einsammeln jetzt, weil wir so ein bisschen die Kontrolle über die Karte haben. Gucken wir nochmal mich mit den Rittern ein bisschen um. Die Hausbauerin ist am Start. Schon 36 Farben jetzt, da habe ich da wirklich gerade gut angezogen. So einen kleinen Boom am Start. Ah, hier hat er noch uns eine Option gegeben, denn durch Tore kommt man sehr, sehr schnell durch. Durch Palisandentore. Die Lektion wird er jetzt hier lernen. Nochmal die zwei Dorfwohner verlieren. Was sagen seine Upgrades mittlerweile? Nach wie vor keine. Also ich bin schon sehr weit vorne dann jetzt. Ne? Also. Hier habe ich auch alle Upgrades. Dann hole ich mal ein Kloster. Marktplatz kann ich mir auch mal leisten. Und mal eine Uni. Bisschen die Ressourcen ausgeben, ist gerade die Devise, weil wir ja nur auf diesem einen Stall produzieren. Ja, gut, killen wir das mal. Was können wir sonst noch machen? Wie wäre es denn, wenn wir hier draußen das Gold auch nochmal nehmen? Möglichst viele verschiedene Goldminen quasi haben. Ich guck mal, ob ich nochmal von der anderen Seite angreife. Also wie gesagt, ich gewähre ihm hier so ein bisschen die Gnadenfrist aus Lehrgründen. Wir haben jetzt auch genug, um eine Burg zu bauen. Das könnten wir eigentlich immer machen. Wie wäre es mit einer Spielbeendungsburg? Zwei Ställe dazu, dann können wir das Ganze auch besser verteidigen. So, du kannst dann noch zurück. Kannst das einsammeln, du dahin. So. Ich habe das Gefühl, ja, ich spiele schneller, als ich geplant hatte, ehrlich gesagt. Gucken wir erstmal, was er hier hat. Steinmauern hat er gebaut, alles klar. Jetzt den Wegpunkt meines Stalls. Oh, und Geschwindigkeitsupgrade wäre nicht schlecht. Mal hier hin, ne? Ah, jetzt kommt er mit seinen Rittern hier an. Dann nehme ich ein paar und schicke die hier hin. Wir können hier einquartieren. Können Mönche auch zum Einsatz bringen. Quartier mal einfach die ein, die gerade in Gefahr sind. So, ihr könnt hier kämpfen. Kann sogar sein, dass er den Kampf gewinnt, ne? Er wird zu viele zurückgezogen. Aber es ist nicht schlimm. Wir sind sehr weit vorne. Können wir uns das auf jeden Fall leisten, auch kleine Rückschläge einzustecken. Produzieren natürlich währenddessen komplett weiter. Das ist gar keine Frage. Ja, es ist jetzt so eine Art Dotcastle geworden, wie man im Fachjargon sagt. Ich schicke mal noch weitere nach vorne. So, der Mönch war nicht so richtig nützlich, deshalb kann er jetzt mal weitermachen hier. So. Ihr könnt alle hier hin. Oh, die Burg ist sogar fertig geworden, alles klar. Dann.
Hier ist auch noch ein guter Spot. Wie gesagt, da. So, das war irgendwie doch ein bisschen mehr auf einmal, als ich zeigen wollte. Da habe ich mich auch ein bisschen wieder in meinen eigenen Flow so bringen lassen, sage ich mal. Also ich glaube, die Stelle, wo ich hier geboomt habe, das war schneller und effektiver, als es bei der Elo zu erwarten ist. Das habe ich natürlich auch vorher schon gehabt, aber ich hatte hier konkrete Pläne eigentlich. Ah gut, wir gucken gleich ins Replay rein, dann können wir vielleicht ein paar von den Punkten nochmal ansprechen. Erstmal gucken wir uns hier an, was die Zeiten sagen. Das war natürlich jetzt insgesamt nicht so gut, weil, na gut, er hat mich halt unterbrochen und ich habe viele Speer gemacht. Das wirft dann auch nochmal ein bisschen zurück. Die dunkle Zeit dagegen war sehr gut, das war nur 2 Sekunden über der theoretischen Optimalzeit. Ja, ansonsten, das Spiel war halt eigentlich relativ früh entschieden, aber es gibt viel, was über wir reden können, denke ich mal. Wir hatten ein Scouting-Problem natürlich. Ich habe das mit dem Drush vermutet, weil ich ihn hier Gold habe einsammeln sehen. Aber die Kaserne habe ich sehr spät gesehen und seine Einheit habe ich zu spät gesehen. Das heißt, ich konnte das, was ich hier eigentlich zeigen wollte, mit dem Voreinwallen nicht zeigen. Hab dann so halbherzig und auch irgendwie schlecht meine Quick Walls gemacht, die dann nicht funktioniert haben. Und dadurch ist das Ganze chaotischer geworden, als ich es vorgehabt hätte. Aber ich finde es gut, dass sowas immer wieder auch mal passieren kann, weil das natürlich auch im eigenen Spiel jedem bekannt sein wird, dass man in so Situationen kommt. Und ich hoffe, dass es auch aus meiner Reaktion oder wie ich da gespielt habe, ersichtlich war, dass es selbst wenn ich Dorfwunder verliere, kein Weltuntergang ist, sondern dass ich die ganze Zeit weitermache, weiter Felder baue und so quasi auch wieder im Spiel drin bleibe quasi oder weiterhin das Spiel quasi nicht aus der Hand gebe quasi. So, der Start bislang von beiden relativ gleich. Ich mache jetzt den Webstuhl. Das hier, wie gesagt, also das hätte ich auch bestrafen können, indem ich damit einen Scout ein bisschen ärgere, weil er den Webstuhl noch nicht hatte an der Stelle. Er holt sich jetzt hier aber den Drush, hat auch ein bisschen mit der Dorfwunderproduktion gepennt. Also das ist okay, wenn man einen Drush macht, kann man, ja. Also es hat ihn da trotzdem, ich konnte das ja trotzdem noch bestrafen, später mit meinen Scouts, von daher. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich hätte das mit den Pre-Walls gemacht oder sogar die Quick-Walls nicht verkackt, dann wäre das für ihn sehr, sehr schlimm geworden, weil dann wäre ich mit meinen Scouts einfach direkt in ihn gelaufen. Dann hätte er gar keine Zeit mehr gehabt, die Rehe wirklich gut einzusammeln. So, jetzt hat er natürlich mehr Dorfbewohner, weil ich schon die nächste Zeit erforsche. Und ja, ich habe da irgendwas auf nicht richtig geklickt. Ich glaube, die haben nicht konsequent gearbeitet. Na, ich bin mal sehr gespannt. Ja, die standen sich im Weg, da war einfach kein Platz mehr. So, da habe ich irgendwas nicht. Ja, genau, ich habe die eine Palisade hier, die hatte ich nicht angehauen. Deshalb kam er da durch. Ansonsten, ja, das hier war auch nicht gut platziert. Also deshalb will ich auch eigentlich keine Quick Words machen auf diesem Level. Erstens mal, weil ich darin selber schlecht bin, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und zweitens, weil eben solche Sachen sehr schnell passieren kann und es sicherer und zwar zeitaufwendiger, aber auch irgendwie sicherer ist, wenn man eben die Pre-Walls macht, also wenn man das Ganze so ein bisschen präventiv einfach macht. So, bei ihm schläft gerade die Dorfwunderproduktion, also er konzentriert sich auch sehr hier drauf. Das heißt, er hat zwar den Dorfwunder getötet, aber er hat den effektiv gar nicht gewonnen, weil ich währenddessen Dorfwunder produziert habe und er nicht. Jetzt macht er erst wieder welche. Da habe ich mich auch hier nicht noch was reinbauen müssen, glaube ich. Und den hier habe ich übersehen, den habe ich übersehen. Da habe ich zu eng gemauert. Und genau, also dieses zu enge Mauern, das ist auch so ein Punkt, der passiert, wenn man die Quickboards einfach macht und sich danach nicht mehr so groß drum kümmert. So, also bei ihm ganz klar, also er spielt zwar den Rush an sich gut, aber er schlägt im Prinzip effektiv daraus kein Kapital. Also er hat mir einen Dorfwunder getötet oder ist das schon der zweite? Ich weiß nicht, also er hat mindestens 2 halt bekommen. Ne, einen hat er bis jetzt nur getötet. 2 hat er mindestens bekommen. Aber er hat so viel sein Dorfzentrum untätig gelassen, dass er mindestens 2 schon wieder hinterher wäre. Also er hat quasi die Kosten. Also ich habe halt 100 Nahrung natürlich für diese Dorfwohner ausgegeben. Von daher hat er diese Kosten nicht gehabt. Aber er hat die Dorfwohner auch nicht gemacht. Das heißt, die Arbeitskraft hatte er nicht zusätzlich. So, das waren jetzt die 2, ne? Bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich weiß es jetzt nicht 100%, ob er noch einen dritten gekriegt hat. Er ist ja nochmal in die Bären gegangen. Und ja, wir müssen auch über die Mauern leider reden. Also das ist wirklich, funktioniert nicht wirklich. Erstmal gibt er da extrem viel Holz für aus. Und hier oben war er dann immer noch offen. Also muss er trotzdem hier nochmal diese Walls ziehen. Und die Kollegen sind nicht mit einbegriffen.
Also da gibt's viele Dinge. Also, dass er seine Einheit immer versteckt hat und mal wieder kam später, fand ich gut. Da hat er auch nochmal Schaden mitgemacht. Aber jetzt gucken wir erstmal hier drauf. Wie viel er hier verliert. Ich glaube auch nicht mehr als ich auf jeden Fall. Aber er verliert auch viel Laufzeit und Arbeitskraft in dem Sinne. So, einer hat er hier verloren. Ich weiß es echt gar nicht mehr. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel er da verloren hat. Und wir sehen, dass ich währenddessen natürlich davor noch gemacht habe hier. Oh, ich habe die nicht nachgesteckt. Ja, dann weiß ich gar nicht, ob ich den noch bekommen habe. Dann waren es vielleicht wirklich auch nur die zwei Dorfbewohner. So zwei, obwohl einer von denen war ja noch schwach, ne? Bin gespannt. Ja, okay, es sind drei. Drei habe ich bekommen dann. So, und er fängt auch an, indem er einen Schwerträger macht. Ist in Ordnung. Dorfglocke, Leute, bitte auf gar keinen Fall nochmal machen. Bitte direkt abgewöhnen. Am besten den Hotkey auch wegmachen. Ihr habt ja gesehen, ich habe ihn hier angegriffen. Die waren insgesamt 4-5 Dorfbewohner in Gefahr und er hat seine gesamte Wirtschaft damit außer Kraft gesetzt mit dieser Dorfglocke. Wenn er nur seine Leute einquartiert, dann passiert ihm das nicht. Also er hat sich gerade extrem viel wirtschaftlichen Schaden zugefügt, den ich gar nicht zugefügt habe, den hat er sich selber gerade zugefügt. Das war wirklich, das ist, also bitte die Dorfglocke komplett vermeiden. So, hier die Quick Walls von ihm, die waren besser als mein. Oder nee, doch nicht. Na, ich nehme es zurück. Wusste ich nicht mehr. Aber wir sehen auch, dass es ihn sehr, sehr stresst. Ne? Er macht genauso Fehler wie ich, nur macht er einen entscheidenden Fehler mehr als ich, nämlich dass er währenddessen gar keine Dorfwunder produziert. Das heißt, dass ich ihn hier mit meinen Scouts noch erwische, hat ihn insgesamt doch mehr weh getan, als das, als was er halt mit seinem Drush bei mir angerichtet hat. Und ich bin auch 5 Dorfwunder vorne, sehen wir jetzt mittlerweile. Das hier fand ich eine gute Entscheidung, dass er noch die Schwertkämpfer erforscht hat, weil die alle drei noch viele Lebenspunkte hatten, das war gut. So, spulen wir mal weiter. Hier bekommt er noch einen. Ne, bekommt er nicht. Aber hier, oder? Er hat viele sehr schwach gemacht, auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Also es hat seine Investition hat sich ja mehrfach hier bezahlt gemacht, was das angeht, aber er hat halt trotzdem insgesamt stand er natürlich am Ende nicht besser da. Also diese Mauern hier, das hat er dann irgendwann auch gemerkt, weil er komplett zu ambitioniert oder einfach, ja. Das Mauern war allgemein von ihm nicht besonders gut, muss man leider sagen. Und deshalb bin ich, also, er wollte Drush Fast Castle spielen, glaube ich. Das hat nicht funktioniert. Das ist auch eine schwierige Strategie, würde ich auch auf dem Level deshalb noch gar nicht zeigen. Empfehlt jetzt hier an einem Holz, um die Gebäude zu bauen, um die nächste Zeit zu klicken. Schauen wir mal ganz kurz, ob er denn seine Upgrades gemacht hat. Oh, er hat sogar die Schubkarre schon gemacht, habe ich gar nicht drauf geachtet, okay. Interessant, interessant. Dann ist er gar nicht 3 Dorfwunder hinten, dann ist er 4. Na, ist er 1-2 Dorfwunder. Ich habe jetzt, gut, ich habe jetzt auch die Schubkarre gemacht. Dann sind wir ja gleich auf. Nee, dann ist er doch 4 hinten natürlich. Okay, alles gut. So, jetzt bin ich auf dem Weg hier in die nächste Zeit. Er folgt jetzt auch so in den nächsten 30 Sekunden. Wenn er seinen Stall fertig hat. Ich weiß aber nicht mehr. Er hat halt die Schießanlage aufgebaut. Aber nicht so wirklich benutzt, bis er dann ganz am Ende nochmal mit seinen berittenen Bogenschützen nochmal ein bisschen aktiv war. Ein zweiter Stall kommt, alles klar. Das halte ich auch für Fehler. Er hat 4 Leute auf Gold, 7 Leute auf Nahrung. Er kann nie im Leben auf 2 Stellen Einheiten produzieren. Das wird nicht funktionieren. Jetzt gerade erst das Holz-Upgrade. Und jetzt kommt ja auch irgendwie noch diese Schießanlage. Also es sind viele Ressourcen investiert, die absolut nichts, keinen Effekt haben werden am Ende des Tages. Und natürlich habe ich dann noch die Upgrade-Hoheit. Also ich habe plus einen Angriff und plus 2 Verteidigungen auf meinen Reitern gehabt. Plus haben die halt als Franken natürlich mehr Lebenspunkte. Und da habe ich quasi auch schon umsonst, die Zuchtauswahl darauf. Und hier hätte ich einfach durchlaufen können. So, einfach wurde jetzt hier gegen gekämpft. Er macht ein weiteres Dorfzentrum, okay. Dachte ehrlich gesagt, dass er auf einem geblieben ist. Ja, aber also, wie gesagt, an der Stelle hätte ich ihn auch überrennen können, wirklich. Weil er dem Militär halt nichts entgegenzusetzen hatte, wirklich.
Aber ich glaube, der Ansatz, den ich dann verfolgt habe hier, war ein bisschen lehrreicher vielleicht. Also auf Nummer sicher gespielt. Ich hoffe, das war verständlich genug. Wenn ich das Spiel wirklich hätte beenden wollen, hätte ich vielleicht auch den zweiten Stall einfach schon bauen können. Der eine Stelle hatte dem Anschein nach aber auch schon gereicht. Eine Waffenschmiede hätte ich bauen können, eine Offensive, um auch sein Dorfzentrum schon frühzeitig unter Druck zu setzen. Also mit der Burg war insgesamt nicht so ein durchschlagendes Unterfangen, das hat ihm jetzt letzten Endes nicht das Spiel gekostet, das war an dieser Stelle eigentlich schon durch. Jetzt nochmal die Dorfglocke, also die hier sind alle nicht in Gefahr und jetzt werden die alle einquartiert. Die hier waren auch nicht in Gefahr und werden einquartiert. Er hat, um 5 Dorfbewohner zu retten, hat er 30 von Arbeit weggeschickt und diese 3 haben es irgendwie nicht gehört. Also das auf jeden Fall abgewöhnen. Ja, und an der Stelle war das Spiel für ihn, glaube ich, auch nicht mehr zu gewinnen unbedingt. Trotzdem, wie gesagt, den Anfang mit dem Drush, das hat er gut gespielt. Aber ich, so wie ich das gesehen habe, würde ich von der Strategie abraten. Also ich glaube nicht, dass er sie gut genug kann und dass sie für sein Level angebracht ist. Aber das erkläre ich ihm gleich nochmal privat quasi. Ich bedanke mich an der Stelle dann trotzdem nochmal fürs Mitmachen. Ich hoffe, die Folge hat euch was gebracht. Wir gehen in den nächsten Bereich rein, ins nächste Level rein. Ich hoffe, dass ich das mit diesen Pre-Rewards nochmal ein bisschen besser zeigen kann. Da habe ich mich auch ein bisschen verquatscht, ein bisschen zu sehr auf seine Reh-Situation, auf seine Zebra-Situation, da mich versteift und weniger geguckt, was er eigentlich in seiner Basis hat. Das war auch ein Fehler einfach. Das ist eine Sache, die ich eigentlich schon im letzten Elo-Bereich ein bisschen mehr angesprochen hat mit dem aktiven Scouting. Das habe ich dieses Spiel nicht gemacht. Da gelobe ich Besserung. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und einigermaßen geholfen. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.